Verstehe mich doch heute ein bisschen als Animator für euch, gell? Du hast nicht das Trinken vergessen, gell? Los! Freibier immer! Da, 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 da! Was auch immer schön ist bei einem Glocknerlammfest, ist, dass alle Vereine in den Trachten oder in den Uniformen auftreten. Freibier ist schon mal gleich teuer. Vorstellen. Da hinten sitzen die Kameraden, der Kameradschaftsbund, Heilig Blut. Liebe Kameraden, schön, dass ihr da seid heute beim Longfest. So, hinten oder ein bisschen weiter links haben wir die Feuerwehr. Die Feuerwehr hat ja sich natürlich nicht nehmen lassen, die Ausgehuniform umzuziehen. Weil hier erstrahlt im neuen Glanz mit der Feuerwehruniform. Schön, dass die freiwillige Feuerwehr Heilig Blut heute auch hier ist. Wen haben wir noch da? Jetzt schauen wir mal hinten. Die Damen tun gerade essen. Das sind nämlich unsere Trachtenfrauen. Liebe Trachtenfrauen, seid gegrüßt. Schön, dass ihr immer mit dabei seid beim Lammfest. Also, ja, jetzt haben wir schon ein paar Vereine vorgestellt. Und wir werden es natürlich schaffen, alle Vereine aufzutreten. Es gibt ja, glaube ich, 16 Vereine in Heiligblut. Ich weiß nicht, wo, wer das alle ist, aber wir werden versuchen, das zu eruieren und die werden wir alle heute vorstellen. Jetzt kommt ein ganz besonderer Marsch. Dann hat ein guter Freund und Kollege von mir komponiert, Lapis Albus, der weiße Stein. Und jetzt muss ich aufhören zum Reden, weil da muss ich kurz reinschauen, weil der ist relativ schwer. Viel Freude und viel Spaß. Okay,